In Lauenburg an der Elbe fliegt die Joy Spring von Skipper Björn. Wenn auch nur aus dem Wasser, auf seinen Trailer, der von seinem Deutz 3005 gezogen wird. Der Trailer wird, sagen wir mal, zur tragenden Hand gemacht, wobei ihm Andreas, genauso wie die Arbeiter der Werft, kräftig helfen. Aufliegen soll die Amigo 33, wie die Joy Spring eigentlich heißt, auf dem Kiel und sie wird an den Seiten abgestützt. Das ist einfacher gesagt als getan. Die Tragegurte wollen sich gegen die Stützpfeiler durchsetzen. Doch es soll ein harmonisches Miteinander statt ein radikales Gegeneinander geben. Doch in dieser Werft verstehen die Arbeiter ihr Handwerk. Da duert so ein Moment, doch das klappt. Andreas, pass auf deine Beine auf. Pass auf, pass auf. Ja, das passt. Die Amigo 33 wird noch richtig festgezurrt. Sie soll richtig fest sitzen. Es wird noch richtig nachkontrolliert. Passt, aber ist doch schon sehr schmutzig. Und jetzt ist die Joy Spring auf dem Weg von der Werft zu ihrem Trockendock. Wir lassen Lauenburg hinter uns und sehen die dunklen Wolken, die genau passend für die Fahrt zum Trockendock wieder aufreißen. Und es geht über die Elbe Richtung Aljan. Die Sonne bescheint den Bootsrumpf. Ich sehe ihm an, dass die Pflege und Aufarbeitung im Trockendock nötig ist. Skipper Björn möchte mit seinem Schlepper schnell heimkommen. Doch teilweise geht er so zügig in die Kurven, dass ich das Gefühl habe, die Joy Spring springt und hüpft, als dass sie gediegen gleitet. Immer wieder erstaunt mich diese wundervolle Landschaft. Voll Freude sehe ich die Farben des Herbstes. Und mal ehrlich, die Amigo 33, sie schwimmt nicht nur, für mich fliegt sie sogar. Nun gut, bei 85 Stundenkilometer mit dem getunten 3005 habe ich wirklich das Gefühl. Doch Träume sind Schäume und genau darin fühlt sich die Joy Spring zu Hause. Im aufschäumenden Gischt der steifen Bugwelle. Dafür wird sie im Trockendock auch wieder hergerichtet, gereinigt, der Anstrich wird verbessert und zahlreiche Ausbesserungen, die einfach anliegen, werden erledigt.
hallo, hallo, hallo. Ah, er hat mich gesehen. Und jetzt sind wir wieder zurück im Trockendock. Doch die Fahrt geht schon ganz schön auf den Moors. Na, Minjong, das merkst du wohl auch ganz schön, wa? Ich freue mich auf die Rückfahrt. Bis dann, Skipper Björn.